Das ist hier, guck mal. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves. Where our eyes are never closing, hearts are never broken. Check out. Times forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Oh, das ist respektlos, aber ballert mies auf lautlos, Kapi. Das ist noch besser hier. Never mind, I'll find someone like you. Aber der Clip dazu ist respektlos, ne? Zeig mal her, warte mal. Was ist das hier, Kieskauer? Wo kann ich meine Stimme hier auswählen? Montana Black. Du Sohn, ich hab dein Vater in den beglückt. Okay, schauen wir mal. Okay, seid ihr bereit? Du Sohn, ich hab dein Vater in den beglückt. Du Sohn, ich hab dein Vater in den beglückt. Beglückt? Wie bitte? Du Sohn, ich hab dein Vater in den beglückt. Beglückt, das ist verkehrt. Matze, guck nicht den Stream. Geh raus mal richtig. Ah. Hol dir die Pro-Version? Nee, Digga. Ich bezahle doch da nicht für, Mann. Ich bezahle doch nicht für meine eigene Stimme. Hallo? Die werde ich verklagen, die Wichser. Die haben gar nicht meine Rechte, die kann ich verklagen. Beglubbt. Also, Digga, dafür bezahle ich bestimmt kein Geld. Okay. Matze, guck nicht den Stream, geh raus mal richtig. Matze, guck nicht den Stream, geh raus mal richtig. Nicht witzig, eigentlich. In the town out bad of the blue, uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it, I had hoped you'd see my face. And that you'd be reminded that for me, it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you. Achso. Forget me, I'll think I'll remember you say. Sometimes it hurts in love, but sometimes it hurts in. Gab's hier noch andere von mir? Wieder Hunger wie vor Iftar, ja. Und du musst dran glauben wie Kodega der Boss 05 an eine Rap-Karriere. Black SUVs, Desert Eagle, Headshots, LRV, Gold bei 100 G, die Wolken Anthrazit, Tristo in den Nacken, der Boss hat Appetit. Klassikmusik, wie Boss-Sinfonien, ihr seid Plastikkopien, wie meine Actionfigur. Nachts in den Streets, im Schatten von Iblis, wirf rein den Geist wie die Lampe Aladdins. Carlson O, der halbkanadische Player, was für Ahnung und Träger, ich bin nicht da zu dem Raider. Wenn Treff einfach durch die Street. Es ist, also es ist schon, was ist das denn? Bowser? Digga, der macht ja nur Digga, was ist das denn? Folgt der? Der folgt nicht mal, das müsst ihr euch vorstellen. Sofort den Kanal weiterleiten, dicht machen. Moment, okay, eine Chance hat er noch. Hat er mich verlinkt? Hashtag, nirgendwo verlinkt, weg mit dem Kanal. Nee, Chat, nein, guck mal, es gibt eine, wirklich. Es gibt eine ganz einfache Regel, Digga. Wenn du schon bereit bist, egal ob mit KI-Steuer, AI-Steuer, wie die Scheiße da Stimme, Content nimmst von mir und das hochlädst, hab die Eier und den Anstand, mir zu folgen oder mich zu verlinken. Wenn du das nicht machst, Digga, dann hast du auch nicht das Recht, Content von mir zu nutzen. Trotzdem gucke ich mir den Content jetzt an. Du fragst, wie viel PS, Digga, 308. Nee, soll dir jock oder einfach die Macht. Deine Kleine wird nass, du sagst was, weil Spaß nicht sapp. V8, das macht Krach in der Nacht, das mein Auftritt heute Abend zu low auf der Straße. 1A-Sound dank der Auspuffanlage. Damals bekam ich doch auch ein paar Jahre, heute bekommt Gas. Wer folgt dir, Bro? Nein! Der folgt mir nicht! Dann würde hier stehen auch folgen. Ich guck jetzt am Handy. Will ja auch niemanden Unrecht antun. Oh, der folgt mir doch. Oh, nevermind. Löschen. Für alle löschen. Nee, dann ist alles in Ordnung. Allein, dass ich nicht verlinkt worden bin, ist eigentlich schon. Naja, egal, scheiß drauf. Juice WRLD. Ach, das kenne ich. The devil in my phone, he wanna talk. But I'm not really for conversations. I can't have my kid, you need it too. I just gotta make a reservation. Chilling in my head when it's hot. Flames everywhere, I see Satan. Demons trying to run up in my spot. Right. Hört sich richtig scheiße an, Digga.
Das hört sich richtig scheiße an. Ah ja, habe ich sogar geliked, Juice WRLD. Und das muss ich euch einmal kurz zeigen. Das ist so wunderschön, Digga. So emotional. Versetzt euch in die Zeit zurück, wo ihr ein kleiner Butchie war. Oh, let's go. We got my brother. Yeah, that's for this weekend. Wait, don't keep it here. Yeah, just leave it there. It's for this weekend, for your birthday. Whoa. Oh my God. Open it. Open it up, gently. That's cool! So, Mom! Oh my God! Oh my God! I love you! I love you! You're the best thing ever. You're not done. There's another gift. Jetzt seine Reaktion, Digga, ist schon sehr süß, Digga. Wenn du vor Freude geweint hast über ein Geschenk, das ist schon so lange her bei mir, Digga. Fortnite-Sweater, guck mal, was heult ihr jetzt hier wegen dem Fortnite-Pullover rum, Digga? Ne? Das ist ein verficktes Kind und ihr habt nichts Besseres zu tun, um euch darüber lustig zu machen, dass der einen Fortnite-Pullover anhat, Digga. Ich raste hier gleich komplett aus, Digga. Dann ball ich euch alle weg. Man muss aber ein bisschen Fingerspitzengefühl entwickeln, Digga. Das ist ein Kind. Guys, I just sold my boat for $4,000. $4,000 into the bank account. And you know exactly what that means, don't you? Time to wisely spend our money and make a couple investments. A couple really good, solid investments here, guys. Let's really hope they pay off, all right? And yes, I will open these on stream. Ich habe auch geschrieben, Hobby. Er schreibt als Antwort Lifestyle. Das ist auch so wunderschön, Digga. Johnny Cash, eine absolute Legende, Digga. Burning ring of fire, I went down, 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 and the flames went higher, and it burns, burns, burns. Müsst ihr euch einfach vorstellen, keine Ahnung, wie alt war der da, gefühlt 99 und hört sich besser an mit dem, was er macht in seiner Musik, als gefühlt 99% der deutschen Musiker, Digga. So eine geile Sendung hier auch gewesen, ne? Warum sitzt bei... Damals, Digga, auf Sat.1, wer weiß denn sowas, hieß die, oder? Genial, dein Leben. So eine geile Serie, Digga. Jede Ausgabe von Wer wird Millionär? Ein Mann im Studio, der die... Läuft heute immer noch, meine Mutter schaut jetzt... Aber neue Folgen oder alte Folgen? Wie heißt er nochmal? Ich habe seinen Namen jetzt vergessen. Hugo Balder. Macht der das immer noch? Die einzige, die ich immer nicht mochte, war diese Kurzhaarige. Wie hieß die alte denn nochmal? Hella von Sandy, die ging mir immer so auf den Schnürsenkel, Digga. Dürfen wir jemanden anrufen? Und das muss ich auch an der Stelle einmal sagen. Bastian Pastewka, einer der besten Schauspieler und Comedy... Menschen, die Deutschland jemals hatte. Alleine, ich sag euch ganz ehrlich, muss nicht jeder fühlen. Alleine seine Serie Pastewka mit seiner Frau Anne, glaube ich, hieß sie. Ich liebe diese Serie. Ja, Brisco Schneider natürlich auch. Hätte einen Tipp gibt's nur. Und zwar, der taucht irgendwann mal auf, damit man nachher nachweisen kann, an welchem Tag die aufgezeichnet wurde. Ah, ist eine schöne Idee. Ich glaube, das ist einfach der Fahrer von Jauch und er wartet halt bis. Gut, ich sag's euch. Ja. Dieser Mann heißt Wolfgang Jäger. Ist seit 1000 Jahren Special Anfang an dabei. Der liest wirklich Zeitung. Wir haben ihn gefragt. In jeder Folge, nur es geht nur darum, in jeder Folge, wer wird Millionär, sitzt ein Typ im Hintergrund und liest Zeitung. Kaya Jana, auch Legende. Ich muss gestehen, Digga, Kaya Jana, kein Disrespekt. Fand ich okay, aber kommt bei weitem für mich nicht an jemanden wie Bastian Pastewka ran. Der sitzt die ganze Sendung und liest Zeitung. Das ist die Antwort? Das ist nein, der einzige das ist nicht die Antwort. Ich weiß warum. Denn der, Entschuldigung, darf ich es zu Ende sagen? Ich glaube, ich ahne es. Ja. Ich ahne nämlich diesen Mann zu kennen. Ja. Das ist der Special Effect Meister. Und irgendwann passiert es doch, wenn einer eine Million gewinnt, von der Decke diese Nupsis runterfallen. Und das passiert nur hin und wieder. Und deshalb muss er die ganze Zeit dabei sein. Ich gebe Benedikt Leifkes trotzdem 500 Euro, weil ich geholfen habe. Aber genau das ist es. Das ist es. Ja. Richtige Antwort von Bastian Pastor. Mario Barth auch unlustig, nicht bös gemeint, menschlich gesehen bestimmt auch ein netter Typ, aber Mario Barth ist wirklich für mich der Inbegriff der unlustigen
Unlustigkeit, Digga. Chilliger Job, ja. Also ich bin sowieso humorbehindert in vielen Punkten und fühle 90% dieser deutschen Comedy-Shows und so finde ich absolut unlustig. Aber Olaf Schubert, Digga, schafft es regelmäßig, dass ich mich wirklich vor Lachen auf den Boden wälze, Digga. Der ist lustig, sein Akzent und alles drum und dran, Digga. 99% sind unlustig, ja. Und wer auch noch legendär ist, Dieter Nuhr. Auch sehr, sehr starker Komödien, ja. Cindy aus Marzahn fand ich so fucking unlustig. Dieses Image, die dicke, asoziale Digga. Also da hätte ich mich gefühlt lieber in-game natürlich erschossen, anstatt mir von der eine Stunde eine Show reinzuziehen, Digga. Natürlich alles in-game, Kappa, Mappa, in, hier, Dings, ne? In RP, natürlich nur.